Vorspannung, großes Mythos. Viele Leute versuchen dazu was rauszufinden, indem sie so machen. Was aber wirklich hinter dem Mythos Vorspannung steckt, das besprechen wir jetzt mal ganz in Ruhe. Um das Prinzip der Vorspannung richtig zu verstehen, muss man sich einmal bewusst werden, wo eigentlich die Kräfte auf den Ski wirken. Die wichtigste Kraft ist die, die ich als Fahrer auf den Ski bringe, und das tue ich im Bereich der Bindung, da wo ich draufstehe. Da kommt mein Körpergewicht an und da kommt auch zunächst einmal die Kraft an, die sich aus Fliehkraft und Kurvengeschwindigkeit ergibt. Diese Kraft soll die Vorspannung jetzt von hier auf einen breiten Bereich im Ski verteilen. Das ist extrem wichtig, damit ich die Komponenten Laufruhe im Ski auch wirklich wiederfinde. Dazu baut jeder Ski, der eine Vorspannung hat, eine Art Blattfeder auf. Das heißt, eine gekrümmte Feder, deren Stärke sich bemisst zum einen aus der Höhe dieser Kammer, dieser sogenannten Camber, dem Abstand zwischen den beiden Skiern, wenn ich sie aneinander lege, und natürlich der Biegesteifigkeit des Skis. Das zusammen sind die zusätzlichen Kräfte, die zum Gewicht dabei helfen, diese Kräfte zu verteilen. Und das sieht jetzt je nach Einsatzzweck des Skis in der konkreten Ausgestaltung durchaus ein bisschen unterschiedlich aus, denn es ist nicht nur entscheidend, wie hoch diese Camber ist und wie steif der Ski ist, sondern auch, wo diese Punkte sind, wo das Ganze endet. Bei diesem Ski hier, das ist ein reiner Pistenski, sieht man, dass dieser Punkt sehr weit nach hinten gesetzt ist. Das heißt, der Ski hat im Schwung eine volle Kontrolle bis zum Ende des Schwungs. Und im Bereich der Schaufel genau das Gleiche. Der Kontaktpunkt, da wo die Kraft aufhört, mit der die Vorspannung meine Kräfte auf den Schnee bringt, auf die Piste bringt, ist ebenfalls sehr weit vorne. Das heißt, ein solcher Ski wie dieser hier, der ist auch genau dafür gemacht, hält hohe Geschwindigkeiten aus und hat dann eine sehr präzise Führung über die Kante im Schnee. Das ist auch sein Job. Ein anderes Beispiel ist ein Ski, der für den Einsatz neben der Piste gemacht ist, so wie dieser hier. Der hat auch eine leichte Vorspannung, die ist aber erkennbar niedriger. Und was man vor allem gut sieht, bei diesem Ski sind die Kontaktpunkte weit nach innen gesetzt. Hier und im vorderen Bereich, der hat einen langen sogenannten Rocker, also eine Aufbiegung der Schaufel. Hier ist der Kontaktpunkt für den vorderen Bereich. Das heißt, fast 20% oder mehr des Skis, 25%, weisen diese Kraft der Vorspannung, diese Federkraft gar nicht mehr auf, sodass dieser Ski die Schaufel sehr früh freigibt, damit auch die Kante nicht nach unten presst, was im Tiefschnee kontraproduktiv wäre, aber auch nicht diese Führung hat. Das heißt, bei einem höheren Tempo auf der Piste wird dieser Ski viel leichter anfangen zu flattern als ein Ski wie dieser, der bis hier vorne hin die volle Kraft der Vorspannung auf die Kante wirft. Und das ist im Prinzip auch das gesamte Geheimnis der Vorspannung. Es geht nicht alleine um Körpergewicht und dass ein schwerer Mensch viel Vorspannung braucht, sondern es geht immer bitteschön darum, was soll dieser Ski können? Soll er drehfreudig sein? Dann ist es sinnvoll, diese Kontaktpunkte etwas nach hinten zu setzen. Oder soll er spurstabil bis ins letzte Detail sein? Dann setzt man die Kontaktpunkte weit auseinander, sodass diese Blattfeder über die ganze Länge des Skis ihre Kraft entfalten kann. Vorspannung ist nur ein Teil der Geometrie. Dieser hier. Es gibt einen zweiten. Den hier. Und der ist natürlich maßgeblich entscheidend, wie der Ski später im Schnee funktioniert und vor allem in welcher Schneesorte er funktionieren soll. Also ob All-Mountain, ob Piste, ob Freeride. Und genau dazu machen wir weitere Videos für euch. Die könnt ihr hier abonnieren, dann kriegt ihr sie alle automatisch.